Okay, da kann man auch keine Magieresistenz oder sowas gegenwürfeln. Nein. Alles klar. Es sei denn, er hat einen Temporalbann, aber jetzt, das glaube ich nicht dran. Der Ja. kann nicht wieder zaubern noch sonst sowas. Ja, gut. Ja, er hört dir auch zu. Also du siehst, dass er von seinem Papier aufschaut, aber tut nichts. Aber er versteht dich. Gut. Nachdem dieser Zauber gelungen ist, Wie lange hält der an? die plus 2 ergibt die Erschwernis ergibt die Wirkungsdauer in Kampfrunden. Heißt, ich habe jetzt 2 Kampfrunden Zeit, zu tun, was immer ich mag, und er kann nichts dagegen Oh, tun. das ist zu kurz. Es reicht für den Motorikus aus dem Stab. Ja. Ja, das reicht. Ja, okay, 2 Kampfrunden. Dann Gut, erste Kampfrunde. ich löse in der ersten Aktion löse ich diesen Zauber aus dem Motorikus. Dann würfel mal. Ja. Der Motorikus ist ein. Würfel erst und dann berechnen nach, wenn es noch ankommt. Ich bin hier nicht der Einzige, der für Cardinal-Zintianer fiebert, oder? Ich Nein, brenne mein Schiff für den natürlich. Mann. Wartet Was ist so erstmal da? Musst du noch gar nicht. Ich kann sagen, ich warte Leute. nur erstmal. Okay, das Es geht. bleiben 12 Punkte übrig und Okay. reicht. Wie gesagt, der Motorikus ist ausgelöst in der ersten Aktion, in der zweiten Aktion öffne ich dieses Kästchen und lasse diese Wachskügelchen in seinen Mund und in seine Nase schweben und. Also, warte kurz. Also, sind die Teil deiner Zaubermatrix? Nein, aber der Motorikus Der Motor funktioniert. alle Magisch Gegenstände, bewegten Stände. Ah, okay, gut. Zaubernd bewegt werden, also zum Beispiel auch ein Fulminatus würde wirken oder alles, was magisch bewegt, so bei mir. Ja, okay. Wie schnell sind die? Wie schnell Also, sind die? das Wie schnell sollte. bewegen die sich? Sollte. Der steht direkt vor mir, ist 2 Meter entfernt von mir. Ja, Wie schnell das bewegen die sich? reicht. Das reicht. Ich Alles weiß klar. nicht. Das Also, steht beim Motorrücksinn du nicht lässt jetzt immerhin. diese Wachskügelchen in seinen Mund reinschweben. In seinen Mund und probiere sie auch in seiner Speiseröhre gleiten zu lassen, Ja. sodass sie in seinem Magen landen. Ja. Ja, sie sind diese Phosphorkügel sind ja mit Wachs ummantelt, Ja, ich heißt. habe das fast, ich hab das verstanden. Die sind ja nur ein Tod mit Zeitwirkung, also Ja. eine verzögerte Wirkung. Ja. Und nachts wurde dann das Kästchen wieder verschließen, einstecken und ja, warten. Bis der Ja, Zauber aufhört. was heißt warten? Also drei Ja, nach Sekunden, 2 Sekunden, genau, also 2 Kampfrunden, da ist 3 Sekunden nicht, oder so. da, also im Prinzip ein Kästchen von einem Gürtel herausholen und also einen Trank vom Gürtel holen und trinken. Das kostet dich sechs Aktionen. Ich lasse das jetzt einfach mal zu. Das heißt, wenn der Tempostasis aufhört, hast du immer noch das Kästchen in der Hand. Gut. Ja, Er dann würde ich gu gerade guckt dich zurück. an. Und jetzt? Nun, und er schreibt. Und würde dann ganz seelenruhig das Kästchen schließen und einstecken wieder. Er unterschreibt. Gut. Ihr werdet im Kontium freigelassen. Meine Tasche. Sofern dort keine verwerfliche Gegenstand drin sind, werdet ihr sie zurückgehalten. Meine Tasche. In Conchium. In Conchium. Ja. Dann würde ich dieses Papier wieder an mich nehmen. Ich hoffe, wir sehen uns nicht mehr wieder. Zu eurem. Schüttelnd, traurig mit dem Kopf. Wenn wir uns wiedersehen, wird das Ganze ein unglückliches Ende für euch nehmen. Und dann würde ich ihn verlassen. Muss ich jetzt mein Schiff verbrennen? Nein, musst du nicht. Okay. Ich möchte morgens früh bei ihm auflaufen. Also, ich weiß nicht, wann wir in Kunchoman kommen, aber kurz davor, basically. Die Glocke wird geschlagen, Wachwechsel. Ein neuer Tag bricht an und so habt ihr auch frischen Wind in den Segeln, wenn ihr dann auf den Hafen die weiße Perle zufahrt, das Tor der Welt Kunchom, was vor euch liegt, den Sagen von irgendwelchen Halmamujim, die dort am Manadi sitzen und den Kindern am Fluss ihre Geschichten erzählen von der Perle, von den Abenteuern auf der See, von den fliegenden Teppichen, von den Kamelen, dem Grün und dem tiefen Manadi, den Piraten, die auf dem Fluss warten und von den merkwürdigen Kreaturen, die dort unten lauern, um sie ins Wasser zu ziehen, damit sie sich gruseln, wenn sie dann zwischen den Stadttoren umherlaufen. Und so könnt ihr auf die
gewaltige Stadt zufahren, die laut vor euch anschwillt. Die Tür öffnet sich ein weiteres Mal. Der Dukatengardist schaut Serpentilio noch einmal fragwürdig an, aber scheint ihn wohl auch nicht aufzuhalten, wenn du ein weiteres Mal die Kabine von Canesitiana betrittst. Ich lasse sogar meinen Stab draußen. Ah, Canesitiana, einen schönen guten Morgen. Seid ihr hier, um mir meine Tasche zu bringen? Eure Tasche, die steht im Labor. Braucht ihr etwas Spezielles? Nur die Tasche. Ich habe hier diesen Freilassungsvertrag vom Kapitän unterzeichnet und ich will ganz gerne im Hafen euch verlassen. Ja, deswegen bin ich hier. Ich habe davon gehört. Nun, zumindest davon, was der Kapitän vorhatte. Wäre Zeit, dass ich die letzten paar Tage abwesend war. Ihr habt davon gehört. Nun, er sprach davon, dass er euch wohl in Kunchermann Land setzen wollte. Jedenfalls, wie gesagt, ich bitte vielmals um eure Verzeihung. Ich bringe zu den Entschuldigungen. Ich gebe zu minderwertiges Geschenk mit und ich lege ihm den Leitfaden des reisenden Alepten, den Voltax mir so liebevoll besorgt hat, auf den Nachttisch. Hey! Es ist leichte Kost, ich muss gestehen. Nee, werden sicherlich in Zukunft noch. Nun, was das angeht. Erst einmal möchte ich euch gerne mitteilen, dass ich sehe. Du kannst wohl auch sehen, dass vor ihm noch eine Schüssel mit Suppe stand. Diese allerdings wohl auch, du kannst es sehen, zwischen den Ritzen der Planken ist sie wohl ins Unterdeck geschüttet worden. Dass ich sehr betrübt darüber bin, dass ihr uns verlasst. Der Kapitän hat keine sonderlich gute Meinung zu euch und eurem, sagen wir, speziellen Befähigungen. Keine sonderlich gute Meinung, das habe ich wohl bemerkt. Aber wenn ihr so geneigt wärt, wäre ich durchaus in der Lage, euch eine Bleibe, Unterkunft, ein Auskommen in Kunchum zu finanzieren und euch ein oder andere Mal zu konsultieren, wenn es etwas zu konsultieren gibt. Und euch natürlich mit den Aufzeichnungen meiner Reise zu versorgen. Er erhält sich sein Gesicht und scheint zu nicken. Ich muss gestehen, die Menge an Geld, die ich euch zur Verfügung stellen kann, ist das begrenzt, was... Geld spielt keine Rolle. Ja, ich kann es vielleicht... Es geht mir nur darum, dass wir gemeinsam noch an einem Strickchen ziehen. Euren Kopf scheint sich sehr viel Wissen zu verbergen und es wäre eine Schade, es so von der Hand zu werfen. Wenigstens einer, der es zu schätzen weiß. Wir werden an der Akademie in Kontium sein. Vielleicht kann ich eine Arbeitslizenz als Alchemist für euch erwerben. Alles gut, ich kann mich schon ernähren. Es ist mir nur, ich kann gerne in Kunchorn bleiben, wenn ihr mögt. Dann werde ich euch meine neue Bleibe mitteilen. Ein kleines Häuschen irgendwo im Zug oder so. Dies wäre mir sehr gelegen. Nun, ihr könnt Nunziavolo Depeschen verfassen, oder? Ich bin kein Zauberer, wenn ihr das meint. Nun, ich werde mich um etwas bemühen. Keine Sorge. Nun, ich... wollte bis gestern Abend, nun hätte ich vieles dafür getan, dass ich an Bord bleiben kann und selbst die Gespräche mit Zulamin waren sehr erfreulich, auch wenn sie mein Wissen abschlug, aber der Kapitän war gestern doch etwas sehr rüde mit mir. Nun, ich denke, er hat meine Entscheidung nachhaltig beeinflusst, dass ich nicht an Bord bleibe. Ich denke, er steht unter viel Druck. Und er ist... Wenn sich der so äußert, dann habe ich nicht vor, an Bord zu bleiben. Nun, ich hoffe nichtsdestotrotz, dass wir fruchtbar miteinander arbeiten können. Nun, mit euch habe ich kein Problem. Ihr seid ein Kollege aus dem Labor und auch wenn ich kein Magier bin, aber ich teile nun mein Wissen trotzdem gerne mit euch. Dies ist gut zu hören. Vor allem im Kampf gegen die blutige See. Und ich selbstverständlich meine es auch mit euch. Wie wir sehen, du klopft noch mit deiner Hand auf den Leitfaden. Verschlingt es nicht auf einmal. Ich fürchte. Er schaut wieder sehr, sehr angeekelt auf das Buch, aber er weiß, dass es halt hilft und du siehst dann nochmal an ihm herab, seine Haut ist tatsächlich ziemlich eingefallen und ledrig oder knitterig, möchtest du fast meinen. Fast wie ein Pergament oder wie Buchseiten. Und schaut nochmal in deine Augen. Fast hinter deine Augen.
Nun, sollte dieses Schiff mit ähnlicher Besatzung und einem anderen Kapitän noch einmal fahren und ihr bräuchtet meine Hilfe, dann wendet euch gerne an mich. Ich behalte es im Hinterkopf. Lasst mich wissen, wo ihr untergekommen seid und ob ihr noch etwas von mir braucht, solange wir in der Stadt sind. Ja, das werde ich tun. Erwartet einfach, von mir zu hören. Nun dann, er steht auf, klopft sich einmal ab, betrachtet noch einmal das Werk und würde dann mit ihr in Richtung der Tür gehen. Ich reiche ihm dann in der offenen Tür noch mal die Hand und greife das knochige Ding, schüttle sie kurz und gehe dann wohlen Mutes davon. Hört, Wachmann, ich bin frei zu gehen. Hier ist der Erlass des Kapitäns. Wir erreichen jetzt Kundjo meines Wissens und darf ich nun gehen. Eure Tasche findet ihr unter der Bank in der Schreibstube. Eure Papiere liegen darüber sortiert. Ich bin mir sicher, ihr findet das Richtige. Danke. Im Alchemielabor, ja? Ja. Danke. Hier ist der Schlüssel. Danke. Er greift nach dem Schlüssel und verschwindet in seinem ehemaligen Labor. Ja, nicht in Richtung Oberdeck. Derweil schlendert der Dukatengardist dann am Blick auf das Pergament in Richtung Ausgang, weil es jetzt nichts mehr zu bewachen gibt. Wird für euch auch angenehmer, oder? Wenn ihr nicht mehr den ganzen Tag hier vorstehen müsst. Halt die Schnauze. Sicher doch. Immer wieder eine Freude. Euch auch einen schönen Tag. Ja, ungefähr eine halbe Stunde später lauft ihr den Hafen an. Ihr könnt sehen, wie Ganesetianer mit dem, der Wind spielt so ein bisschen mit seinen verfilzten weißen Haaren. Er hat sich wieder seinen Zwicker aufgesetzt und klammert mit beiden Händen seine Tasche fest, während er dort steht und fast von Bord springen will. So sehr kann er es nicht mehr erwarten. Während ihr dann nach und nach in eurem eigenen kleinen Kontor daneben festmacht an der Mole. Ihr fahrt zwar nicht gleich rein, auch wenn ihr dieses Lagerhaus habt, dass ihr dann eben die Werft dann eben auch so befahren könntet, aber dafür ist euer Schiff dann doch zu groß, war eher ausgelegt für die Feuergen, aber die existiert mittlerweile auch nicht mehr. Wisst zwar nicht genau, was Kiaras damals für Aufträge gegeben hat, aber euer Schiff ist zu groß für eure eigene kleine Werft. Aber das Lagerhaus steht noch. Und also könnt ihr schon sehen, wie der ein oder andere Wachmann oder die mittelreichischen Söldner dort stehen und sich gelangweilt in der Nase bohren. Ihr könnt Porkwurm erkennen, den Zerstückler, den ihr damals mitgenommen hattet. Auch wenn viele ihn nicht mehr kennen oder nur noch in zweiter, dritter Iteration. Aber ja, vertraute Gesichter, wenn man denn sagen kann. Bis ihr dann am Seehafen mit eurer Drachentöter einlauft. Auch wenn nur noch ein großes Tod zu erkennen ist. Trotzdem. Haben wir das nicht abgenommen? Abgehängt. Es wurde abgehängt mit einem großen Laken. Oh, okay. Und so könnt ihr dann am Seehafen anlegen, wo zahlreiche Söldner dann auch davor stehen bleiben, schauen, ob es irgendetwas zu helfen gibt. Tagelöhner, die danach suchen, ob man irgendwelche Waren annehmen kann, aber die werden nur noch mit einem wenigen Winken von den eigenen Seefahrern dann weggeschickt. Dass es dann hier wohl zumindest zur Zeit nichts gibt. Und so könnt ihr dann auf die Holzbohlen treten unter euch und die Luft einatmen, die Gewürze, die euch hier entgegenströmen, der Lärm, das Geschnatter, das Thulamidische, teilweise könnt ihr noch das Maraskanische hören, das von den Stoffdrucken vom Flusshafen aus kommen oder von weit her getragen wird, das viele Geplapper, viele, viele Stimmen, auch nach Mittelreichisch könnt ihr hören, da selbstverständlich auch den einen oder anderen Alanfana seht ihr dann hier herumlaufen, Novadis könnt ihr erkennen, die dann hier mit ihrer ekelhaften Arroganz umherlaufen und ihr seid nicht ganz zu Hause, nicht in Zorgern, aber Kunchum, ein erster Anfang. Willkommen. Zodamin, wieder Kunchum. Es ist schön, wieder hier zu sein, nach all dem. Für euch ist es ja schon fast Heimat. Ja, ich habe tatsächlich nach dem Kampf gegen den Schwarzen Drachen einige Monate hier verbracht. Ich muss gestehen, mein letzter und einziger Besuch, wie ihr euch erinnert, war wenig fruchtvoll. Nun, dann hoffen wir, dass dieser Besuch besser wird. Ich erwarte es nicht unbedingt.
Nun, die Stadt an sich ist reizvoll genug. Von daher soll es mir nicht vergolten sein. Also gut, Tsunamin, seid noch einmal bedankt für das gestrige Gespräch und die Wahrheit. Nun, ich wünsche euch alles Gute, Kanizidiana. Ich möchte euch noch mit auf den Weg geben, dass der Kapitän mir zwar eine Freilassungsurkunde gegeben hat, die ich unterschreiben durfte, aber er hat mich vorher noch vergiftet. Er möchte, dass ich sterbe. Meine Hand wandert unmerklich zum Antidot. Ich wollte euch dieses Wissen nur mit auf den Weg geben. Und das ist keine Lüge. Tut damit, was ihr mögt. Ihr solltet allerdings aufpassen. Und ich weiß nicht genau, ob ein solcher Schwarzmagier, ein solcher Mensch, euer Kapitän sein sollte. Horasisch war das nicht. Schwarzmagisch auch nicht. Einfach nur feige. Feige und verlogen. Damit gibt er dir seine Hand? Ich schüttle seine Hand. Vorsichtig, denn er wirkt immer noch recht zerbrechlich. Wirkt er. Passt auf euch auf. Und damit geht er von der Reling als einer der Ersten. Ich gestehe, ich bin ein kleines Maß angekränkt. Weswegen? Er hielt es nicht für nötig, diese Informationen mit mir zu teilen, als ich heute Morgen mit ihm sprach. Hast du mit ihm gesprochen? Ja, ein Abschiedsgeschenk. Er hat mir nur vermittelt, dass er wohl einen gewissen Unmut gegen den Kapitän hegt. Jetzt wissen wir warum. Nichts wunderbar. Davon, was ich fürchten müsste. Gunchom, ist das nicht schön? Guck an, Gosminja, da war ich schon mal und da hinten, da auch. Und ich glaube, das ist die Akademie und das ist der Palast von dem Herrscher hier. Und das müssen wir uns alles gemeinsam angucken. Oh, einen schönen guten Morgen, Sulamin. Salam alaikum, guten Effendi. Morgen. Wo zu kaufen? Wir haben gute Preise. Niet, mein Freund, niet. Das war doch richtig, oder? Beinahe. Ich habe dieses Wort noch nie gehört, Boltax. Ich kann euch versichern, dass es kein Tulamidia ist. Feige, na langchen. Na, ich muss mich mehr auf die Sprachen konzentrieren. Tuche, mein Freund, Tuche. Schöne Tuche für deine Freundin. Ja, wunderbar. Ganz wichtige Sache. Ich muss heute wohl zu dieser Druckerei. Tulamin, wo ist diese Druckerei? Sollte ich das wissen? Du kommst aus den Tulamitenlanden. Ich dachte ja. Ich habe nie eine Druckerei benötigt, als ich hier war, aber ich würde vermuten, dass ihr sie in der Nähe der Magierakademie findet. Das klingt sinnvoll, ja. Mal schauen, ob wir sie wirklich dort finden. Ist Kana Titiana gerade von Bord gegangen? Der Kapitän hielt es für angemessen, ihn freizulassen. Schön für Kana Titiana. Nun gut. Wie dem auch sei, dann haben wir immerhin keinen Gefangenen mehr. Ist das nicht fantastisch? Müssen wir uns um eine Sache weniger den Kopf zerbrechen. Abenteuer, wir haben noch zwei Gefangene. Stimmt. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Dann sollte ich vielleicht direkt mal zu denen. Mit denen hatte ich ja auch noch was vor. keine Sorge, ich werde ihnen nicht wehtun. Aber es kümmert mich dann doch ein wenig, warum sie auf dem Geisterschiff gewesen sind. Ich meine ja, vor allem denjenigen, den du gebrochen hast, Boltax. Mach das wieder ordentlich. Oh ja, das kann ich auch machen. Alrik war sein Name, oder? Das ist der Name, den du verboten hast. Ich habe keinen Namen glaube, du verwechselst mich hier mit jemandem, Aswulf. Ich habe... Boltax, es interessiert mich nicht, was ihr da unten mit ihm gemacht habt, aber du machst das wieder rückgängig. Ja, das kann ich machen. Abenteuer, und jetzt runter mit dir. Naja, also erstmal werde ich jetzt den anderen beiden in das Köpfchen schauen, aber wir sehen uns später. Du wirst erst einmal den anderen wieder in Ordnung bringen. Also... Ich weiß nicht, ob du mir Befehle erteilen kannst. Ich glaube nicht. Boltax, er ist moralisch im Recht. Befehlsgewalt hat er natürlich keine über dich. Aber trotz alledem kann ich es auf die Art und Weise tun, wie ich es für richtig halte, nicht wahr? Es ist ja so, dass ich es tun werde.
Das steht gar nicht zur Disposition. Dann tut es doch vielleicht einfach. Der Mann leidet seit Tagen. Tut es doch einfach und die Sache ist gelöst. Hm? Kein Grund, hier einen Konflikt kochen zu lassen. Ja, das ist natürlich richtig. Wir werden ab jetzt schließlich ein wenig Zeit haben, hoffe ich. Werde mich darum kümmern. Diamantes, du gehst mit. Schau zu, was du da angerichtet hast. Ja, zuerst mal, Bann. Den habe ich schon fast vergessen. Den können wir hier irgendwo vom Bord schmeißen. Hasswolf packt dich in der Kehle. Du hast ihn vergessen. Ja, beruhig dich, Hasswolf. Du hast ihn vergessen? Die Hierarchie hier. Sieh zu, dass du runterkommst mit Boltax. Er ist ein verdammter dreckiger Pirat und er kann sich hier irgendwo ein anderes dreckiges Schiff suchen, aber auf unserem wird er nicht mehr dienen. In seinem Zustand zurzeit nicht. Oh, Zulamin. Ich stehe ganz knapp davor, dieses Schiff zu verlassen. Und wenn ihr meint, dass ihr euch noch einen anderen Neferdi suchen wollt, wenn ihr überhaupt jemals wieder einen Kaplan haben wollt, dann sorgst du, Zulamin, dafür, dass Boltax und Diamantes jetzt ihre beschissenen Ärschel nach unten ins Deck sich verkrümeln und dafür sorgen, dass Ismaban seinen Verstand wiederbekommt. Sonst werdet ihr nie wieder einen Kaplan haben. Nicht mich und nie wieder jemand anderes. Und das ist mein moralisches Recht. Damit lässt er Diamantes los. Abenteuer, Kapitän. Abenteuer. Ihr solltet euch der Sache annehmen. Und zwar zügig. Wir brauchen den Mann. Hasswolf geht ebenso von Deck. Ja, ich ziehe mir meinen Mantel wieder zurecht und schaue mit zusammengekniffenen Augen Hasswolf hinterher. Er hat sich doch nur sonst nie für dieses fremde Piratenpack interessiert. Was schert es uns, ob wir einen von denen mehr oder weniger haben? Die wollen doch sowieso alle weg. Ich denke, ja, die moralische Argumentation hier ist, dass ihr als ihre, die sie angehört haben und die sie in den Kampf führen, eine Verpflichtung für ihre Wohlergehen übernommen habt. Dieses Wohlergehen muss natürlich getestet und teilweise auch gefährdet werden. Dies ist die Natur der Sache. Nichtsdestotrotz solltet ihr alles in eurer Lage tun, um dies nicht ausufern zu lassen. Und diese unnötige Zurschaustellung von persönlicher Grausamkeit ist nicht gut für die Moral derer. Das ist nicht ganz falsch. Aber ich finde es unschön, dass mir gedroht wird. Da habe ich ehrlicherweise keine Lust drauf. Also werde ich erst das tun, was ich wollte, und dann werde ich natürlich der moralischen Verpflichtung nachkommen. Aber er hätte es mir auch einfach ohne einen Unterton oder eine Drohung sagen können, dann wäre das Ganze viel einfacher verlaufen. Ich meine, das ist doch keine Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Magus, hat der Mann auf euch den Eindruck gemacht, wie jemand, der noch Spielchen tolerieren würde? Nun, nein. Und wir brauchen den Mann, Magus. Entsprechend schlage ich vor, dass ihr seinem Bitte Folge leistet. König, kann man ja kämpfen? Und zwar so zügig wie möglich. König! Ja, was ist denn, Trag? Beruhig dich. Wir wollen von Deck. Wir wollen uns messen. Wir haben gehört von Nebelklang, dass es hier einen Tempel gibt, wo man kämpfen kann. Oh, ja, von mir aus können wir da gerne mal vorbeigehen. Was steht ihr eigentlich hier alle so brüttelpelt rum? Ach, Hasswolf. Ich versuchte gerade dem Magus und dem 1O zu erklären, dass Hasswolf aufgebracht genug ist, dass er uns von Bord springen könnte, wenn wir nicht Acht geben. Dass dies nicht der richtige Zeitpunkt ist, ihn weiter auf die Probe zu stellen. Ich wollte gerade gehen. Ich kümmere mich um Ismaban. Gut. Wird wohl nicht so schwer sein. Wenn du Was Hilfe brauchst. Was genau wollt ihr da tun? Ja, ich... Ich habe den Eindruck, ihr habt schon genug Schaden angerichtet. Ich drücke ihm Bier in die Hand, klopfe ihn auf die Schulter und sag ihm, wird schon. Voltax? Ich begleite euch. Ja, Voltax geht vielleicht auch mit, falls ihr euch brauchen. Ich bin in der Zelle nebenan und schau mir erstmal die anderen Subjekte Magus, an. Magus! Wunderbar, dann haben wir einen gemeinsamen Weg. Richtig. Und bis dahin, für den Fall, dass wirklich meine Hilfe benötigt werden sollte, wenn Zulamin und
unser sehr kompetenter 1O das nicht hinkriegen, dann kann ich ja immer noch dazukommen und die Sache richten, die ich ja tatsächlich offensichtlich verschuldet habe. Also, mir ist das vollkommen bewusst, es ist mein Fehler und ich werde es richten, sofern es nicht durch andere gerichtet werden kann. Aber ich glaube, Kapitän, schön, dass ich euch hier treffe. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wie lange bleiben wir in Kunchum? Nun, wahrscheinlich zwei Tage. Also gut, dann werde ich das Geld, was ich für die Dienste von Serpentilio de Laza bekommen habe, bereits einmal einzahlen und seine Schulden tilgen. Ich werde, solltet ihr mich suchen, beim Roten Salamander vorsprechen, falls ihr mich sucht. Solltet ihr abreisen, entweder mit oder ohne de Laza, dann schreibt mir doch gerne. Selbst wenn ihr ohne mich lossegelt, wir werden euch finden, keine Sorge. Soll das eine Drohung sein? Das soll keine Drohung sein. Es geht mir nicht um euer Leben, sondern nur um das von de Laza. Nun, er gehört zu meiner Besatzung. Und ihr bezahlt mich für ihn? Ja, bedroht ihr ihn, bedroht ihr mich. Und die Mannschaft. Ich bedrohe nicht ihn, aber er hat vermaledeite Schulden. Dann solltet ihr das vielleicht anders formulieren. Nun, ich werde euch schreiben, wenn ihr könnt ihn kaufen, dann bin ich weg. Wir kaufen nichts, wir haben keine Sklaven. Nun, wir sind in Kunchum und er ist Barabaki. Alles hat seinen Preis. Wenn wir bezahlt seine Schulden beim König von Mirham und er ist frei. Dann bin ich sofort weg. Ich denke, wir werden eine Übereinkunft finden. Wie ich bereits sagte, ich bin beim Roten Salamander. Dies ist vermerkt. De Laza, ihr wisst, was ich meine. Selbstverständlich doch, Senor Ortemol. Bestellt den üblichen verdächtigen Grüße von mir. Werde ich ausrichten. Damit deutet er so etwas wie eine Verbeugung an und geht ebenso vom Deck. Ich deute auch nur so etwas wie eine Verbeugung an und sehe ihm beim Runtergehen zu und hoffe, dass er von der Planke fällt. Nur aus Interesse, wie teuer wärt ihr denn? Der derzeitige Stand meiner Verpflichtungen an das Königshaus Mirham beträgt noch, ich denke, knappe 1300 Dukaten. Plus natürlich die Auslösesumme an sich, plus natürlich der vorgezogene Zinseszins, plus natürlich die Bearbeitungsgebühr, plus natürlich die Strafzahlung für das vorzeitige Auslösen der Verpflichtung. Ihr wisst ja, wie es ist. Wie viel? Also 1500 vermutlich. Nun, ne, das müsst ihr mit Senior Automol ausmachen. Je Menge an Geld die Dinge wert sind, war nie meine erste Betrachtung. Aber mir, stell dir vor, ich würde ihn kaufen. Wir kaufen keinen Sklaven. Dann hättet ihr euren eigenen Schwarzmagier. Würdet ihr jetzt bitte endlich mit nach unten kommen? Oh, ich überlege ja nur, wie wir ihn aus dieser misslichen Lage. Ich versichere euch, Kapitän, die Art meines Beschäftigungsverhältnisses hat nichts, ändert nichts an der Qualität der treuen Beratung, die ich euch zur Seite stellen werde. Ich habe meiner Mutter immer von Kunchum berichtet, aber sie wird diese weiße Perle nie mit Augen sehen können, wie wir. Ah, Entdecker, Abenteurer. Da ist man noch ein Seeoffizier. Herr Jubelklang, warum organisiert ihr nicht, dass die Kisten Zimt, die wir noch unter Deck haben, ins Kontor getragen werden? Ja? Ihr scheint mir genau der richtige Mann dafür zu sein. Aber ich bin doch kein Verlademeister. Ich lösche doch nicht ein Schiff. Das kriegt ihr schon hin. Ich glaube an euch. Sollten wir nicht viel lieber dafür sorgen, dass jetzt neue Rotzen gekauft werden und Pulver? Ja, darum müsst ihr euch gar keinen Kopf machen. Darum kümmern wir uns. Aber ich bin doch jetzt der neue Geschützmeister. Also was heißt neu? Ich bin ja schon etabliert und habe getroffen und... Nebelklang, hinterfragt ihr gerade einen Befehl? Nein, ich gehe ja schon nach unten. Wenn das meine Mutter hört... Möchte eigentlich noch jemand mit in den Tempel? Aber ich würde Zichte danken. Was sollte ich in einem Tempel des blutigen Schlechters? Naja, ich denke, ihr seid da gar nicht so schlecht aufgehoben. Nun, ich habe zwar meine Narben in der Schlacht davongetragen, aber ich würde es gern dabei belassen. Naja, außerdem müssen wir auch neue Mannschaft rekrutieren und ich denke, das ist ein guter Ort. Wollt ihr wirklich... Chorknaben engagieren? Naja, wenn ihr irgendeinen anderen Vorschlag habt, bin ich ja sehr offen, aber wer will sonst bitte hier mitkommen? Na gut. Einer eurer Gardisten sagte etwas von Ritter, das immer während dem Kampf ist. Aber die dienen wohl der Magierakademie? Ja, sie sind wohl nicht verfügbar.
Naja, ich meine, wenn ihr gute Beziehungen habt, können wir vielleicht ein paar bekommen, aber... Wir sind in Gunchum, Kapitän. Alles hat seinen Preis. Naja, da hat er recht, aber so gut sind die auch nicht. Aber schlecht sind die auch nicht. Nun gut, lass uns gehen. Wenn wir irgendwas zum Verheizen brauchen, vielleicht findet man hier welche vom Schwarzen Bund des Chors. Ja, das habe ich auch gehofft. Also kümmert euch um die entsprechenden Anschläge in den entsprechenden Spelunken. Sagt jetzt Kapitän. Aber erstmal soll ich mich am nächsten Mal bei ihm kümmern, sonst läuft uns hier Haswell vom Deck. Gut. Richtet das, was ihr richten könnt. Und verlasst euch um euren Rat mit auf Sulamin. Sie hat ein gewisses, nun ja, feinfühliges Händchen als ihr. Macht nichts kaputt, will er damit sagen. Ja, aber ein Bier hole ich trotzdem. Ich meine, mit einem Bier. Hier ist ein Bier. Nun, jetzt wo das geklärt ist, Kapitän, wann denkt ihr, sollten wir das Treffen mit den Handelsherren ansetzen? Nun, so bald wie möglich. Ich schlage vor, wir treffen uns gegen Mittag bei der Akademie. Hervorragender Plan. Dann kann ich noch ein, zwei Kleinigkeiten klären. Gar nichts, Etiana war aufgebracht, als er von Bord ging. Was habt ihr zu ihm gesagt? Nun, er ist ein Lügner. Was habe ich ihm ins Gesicht gesagt? Das habt ihr allerdings mehrmals und trotzdem war er bis zum Schluss noch insistent, an Bord dienen zu wollen. Aber jetzt schien mir fast schon froh, abgehen zu können. Er ist ein Lügner. Wie sein Herr. Was soll man von ihm erwarten? Er würde euch ins Gesicht lügen, selbst wenn er seine Mutter töten würde. Nun, jetzt sind wir ihn ja los. Ja. Ich hoffe endgültig. Nun, ich werde mich um meine Dienstpflichten kümmern. Gut, schreibt auf, was ihr braucht, was ihr denn beim Roten Salamander organisieren könnt. Ja, ich werde später dort auftragen. Nach dem Ort der Mungel, woanders ist. Wie auch immer. Nun, ihr erkennt seine Pflichten? Hi. Gut. Voltex ist schon weg. Rafim? Ich habe hier in Kunchum übrigens was von Kriegselefanten gehört. Finde doch vielleicht heraus, wie groß die sind und auf das Schiff passen. Wir haben jetzt Platz, da wir weniger als Rolltagzack haben. Jetzt können wir da ein paar Elefanten unterbringen. Ja gut, wenn ihr das so möchtet. Aber ich hoffe, du hast deine Börse dabei. Wir kaufen, was sollen wir mit Fanten auf einem Schiff? Aber mir, die Mannschaft hat abgestimmt und sie wollen einen Elefanten. Das ist die Moral. Wir kaufen keinen Elefanten.